Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, und heute geht es dann auch schon wieder weiter mit einer Episode der Road to Glove Unboxing Serie. Und zwar ist es auch eine Special Folge, denn es ist die 10. Episode und da habe ich mir jetzt da Hydra Kisten zugelegt für heute. Und das Bittere ist daran, ich nehme das jetzt nun das zweite Mal auf. Ich habe schon eine Folge fix fertig aufgenommen gehabt, auch mit Hydra Kisten, und habe dann so gemerkt, ja okay, nice beim Bearbeiten. Mikrofon war gemutet, somit GG, kann mir nochmals den Hydrakisten kaufen. Und ja, ich meine, ihr habt nichts versäumt. Es wurde, hier seht ihr es hier, was ich gezogen habe. Die AK Orbit ist okay, das sind 5 Euro. Sonst alles Bullshit. Eine Hydrakiste kostet momentan so 1 Euro um den Dreh am Community Markt. Somit, ja. Und zwar gibt es noch ein Giveaway, nur... richtig, also was es gibt, also was für Giveaway wird, so das steht noch in den Sternen, kommt halt jetzt wieder drauf an, was ich hier ziehen werde. Vielleicht ist es ein Skin, was ich jetzt unboxen werde. Wenn ich jetzt wieder eine Bullshit ziehe, habe ich mir dann nämlich jetzt was zurechtgelegt und dann wird es halt dies. Aber zum Giveaway kommen wir dann zum Schluss nochmal. Ich hebe jetzt einfach mal die erste Kiste auf und hoffe, dass diese 10 Kisten jetzt mehr Luck bringen als die letzten 10 Kisten, weil sonst, yo, ich bin nicht mad. Aber die Briefing, die kann schon mal was wert sein. Kommt es halt auf die Condition. 0, oh. Okay, da gucken wir gleich mal nach. Es ist FMW. Könnte vielleicht jetzt 1 Euro sein, ja. 1 Euro ist es. FN wäre dann doch nicer gewesen, aber ja. Für die erste Kiste schon mal jetzt. Und siehst du, wir schon wieder schlechter. Also. Das ist momentan richtig abnormal, was ich da für ein Pech habe bei den Gegenkisten. Oder egal, ob wenn ich jetzt gammeln gehe, ich gehe genauso bruch. Es ist richtig schade. Dann ist die Farmers again. Und ich werde das jetzt auch wieder so machen wie letztes Jahr, dass ich halt einmal monatlich ein Giveaway machen werde. Nur werde ich das jetzt nicht immer ein extra Video dazu machen, sondern ich werde das in die anderen Videos mit einbauen. Und der Grund, warum ich mir jetzt dieses Monat so lange Zeit lasse, weil wir haben jetzt schon den 30. ist ja, ich habe im Dezember den Adventskalender gemacht und da haben ja einige vielleicht auch nur gesubbt, weil sie halt wegen dem Giveaway einfach. Und ich wollte das... Also wollte mir jetzt einfach etwas Zeit lassen, weil ich mir dachte, ja gut, die werden vielleicht dann auch deabonnieren jetzt nach der Zeit. Dass ich dann halt wirklich dann, sag ich mal, ein Giveaway für die Leute mache, die mich halt supporten, unterstützen und auch meine Videos gucken. Aber jo, es ist wieder Blue. Es ist wirklich so ein Abfuck. Oh, ich ziehe die letzten Kisten jetzt eigentlich jetzt nicht mit dazu, weil, ja, ich... in einer Serie. Ich sage jetzt mal, das sind jetzt die 10 Kisten auf die 100, obwohl ich jetzt die 100 eigentlich schon voll habe. Wobei, ja, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich meine, ich ziehe sowieso nur Bullshit. Eine Tech 9. Gib mir doch mal einen Pink Scanner, den hatte ich schon lange nicht mehr. Die Hellfire, die bringt mir am meisten. Dann ist es wieder die Farmers. Letzte Kiste. Ich schreibe nochmal, vielleicht habe ich ja doch Luck jetzt. Bitte Game, lass mich doch... das ist... nicht pink. Das ist ja so klar, ey. Was soll der Shit? Bei den Dual Pirates werden jetzt eigentlich genau auch Bullshit gewesen, wäre halt immerhin mal pink. Ist ja jetzt so, also letzten 20 Kisten. Yo. Ich meine, ich habe 20 Euro alleine bezahlt für die Kisten. Gezogen habe ich von Max 7 bis zur Farmers. Bullshit. Katastrophe. Aber egal. So, jetzt zu dem Giveaway. Ich vergive 2 AK Redlines in Field Tested. Und der Gewinner bekommt nicht beide, sondern es gibt 2 Gewinner und jeweils, also jeder bekommt jeweils eine AK Redline.
Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, das Video positiv bewerten und einen Kommentar schreiben. Wenn ihr mehr Kommentare schreibt, ist das okay, cool, aber es wird trotzdem nur als ein Kommentar gewertet, weil ich mache das jetzt nicht mehr mit Spammen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder, bei einem extra Giveaway, aber nicht mehr so häufig wie sonst. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie ich die Gewinner ziehen werde. Entweder mache ich das per Random Comment Picker oder ich mache es so, dass ich mir einfach einen Kommentar aussuche. Es kommt dann halt wieder nach dem drauf an, was ihr für Kommentare schreibt. Vielleicht schreibt ihr einer von euch ein richtig nice Kommentar, wo ich mir denke einfach, okay, Digga, du bist es. Du hast die Redline verdient, dann mache ich das so. Wenn nicht, dann nicht. Und ich werde das dann die Gewinner bekannt geben in der übernächsten Road to Glove Unboxing Episode. Sprich, wahrscheinlich wird die am Dienstag in 2 Wochen online kommen. Weil nächste Woche bin ich ja am Skifahren, die ganze Woche. Und da bin ich jetzt dann noch ein paar Videos am Vorproduzieren. Also, falls ihr etwas Bestimmtes sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Jetzt unter diesem Video, dann weiß ich gleich, was ich halt vorproduzieren soll. Oder wo ich in den Fokus auflegen soll, was ihr halt enjoyt. Einfach, was euch besser gefällt. Ansonsten, ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Falls ihr bei dem Giveaway mitmachen wollt, wie gesagt, 2 Aqua Redlands gibt es zu gewinnen. Dann müsst ihr sowieso einen Daumen nach oben geben. Ja, wie gesagt, dann schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt 2 Videos hintereinander aufzunehmen, bringt mein Brain aus der Spur. Deswegen beende ich das jetzt einfach hier und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.